Jacobs. Wir müssen die Schädel da entfernen. Das ist unsere Mission gerade. Ist das ein Schädel? Nö. Und da unten, Burak, jetzt kommt was Interessantes. Da unten gibt's eine Kiste. Krass. Hier ist ein Schädel. Die wird uns gefallen. Jawoll! Eine blaue krasse Sniper. Und eine normale krasse Sniper. Sag mal ja, die blaue krasse Sniper ist nicht so krass. Psychopath. Liar ist nicht so krass. Aber die... Sag mal, ich dachte... Geh das an, Alter. Weißt du, ich dachte, ich höre die ganze Zeit dich, weil du dein Skill genutzt hast oder so. Meine Fresse. Also die Shotgun, wenn sie trifft, ist sie OP, aber wenn sie nicht trifft, ist sie echt Müll. Jede Waffe ist Müll, wenn sie nicht trifft, Mann. Ja, aber mit der zu treffen ist gar nicht so einfach. Borderlands natürlich, 1 die hat auch null Schaden. Die hat null Zielgenauigkeit. Burak, das war auch das erste Borderlands. Nein, ja, es ist echt hässlich. Guck dir mal diese Knochenteile an, voll verpixelt und so. Guck dir das an, geh dir mal ganz nah dran, das ist so ekelhaft. Aber es ist trotzdem ein geiles Spiel. Er wagt es, das Spiel schlecht zu reden. Ich rede die Grafik schlecht, die ist nämlich unter aller Sau. Wenn man näher dran geht. Was machst du denn, Mann? Ich sammle die ganze Zeit die Sachen ein, im Gegensatz zu dir. Ach so. Er wagt es, mich zu beleidigen. Missgeburt. Er wagt es, mich zu beleidigen. Arschloch. Das hat er nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Oh doch, das habe ich. Oh nein, das hast du nicht. Oh doch, das habe ich. Oh, guck mal, da hinten ist das nächste. Krass. Krass, ne? Richtig krass. Absolut crankshit. Da ist ich frag mich, warum wir das nicht schon davor genommen haben. Ich hab da... Oh Mann. Ich hab das aus Versehen verpatzt. Und ich frag mich, warum die Waffe einfach so lange braucht zum Nachladen. Wenn sie nicht so lange brauchen würde, dann wäre sie eigentlich ziemlich OP. Oh, ich glaube, mein Rücken geht's ein bisschen besser. Ah, nein. Was hast du eigentlich da für eine Waffe, die so aussieht wie ein Schwert, Alter? Auf deinem Rücken. Auf meinem Rücken? Ja, das ist so eine Waffe, die aussieht wie ein Schwert. Eine Sniper? Kann sein. Weißt du, ich... Warum ich sammelst denk du mir so, die Kisten eigentlich ein? Ich sammel die meisten Kisten ein, nur die halt jetzt nicht. Warum nicht? Weil ich die Mission gerne abgeben will. Ich will endlich mal Level 20 sein, verdammt. Oh, das ist kein Eier wie Pirken so. Ja, Burak. Bär. Ja. Burak weiß einfach, wie man den Punkt trifft. Ja, raus. What the fuck? Warum habe ich keine Waffe in der Hand? Ach so. Ich habe das gewisse Know-how, you know? Das gewisse... Oh! Noch Stufe 20. Wir haben eine RPG bekommen. Stufe 20. Also welche machen wir jetzt? Wahrscheinlich die mit weniger XP, oder? Keine Ahnung. Oder sowas, oder nicht? Ah ne, Abreise aus Freystone. Das da? Ja, mach was du willst. Ja, sag egal. Jetzt. Penner, nach was. Warte mal kurz. Produktrückruf, dann Saboteur, dann Abreise aus Firestone, okay? Okay. Zigarettenkisten. Boah, ich so geil, Leute, wir haben eine Woche Ferien und da werden wir hardcore durchsuchten bis zum Abwinken. Und wenn dein Bruder das zulässt. Mein Bruder lässt es zu. Hoffe ich. Boah, der ist One-Shot gestorben, Alter.
Du darfst aber die Hälfte von den Stromkosten mitbezahlen. Ja, weil ich ja selbst keine Stromkosten zahlen muss. Denk mal du nach. Du wohnst ja schließlich bei mir. Nach was? Ich dachte, du wohnst bei mir. Fuck, wenn du das nicht bist, wer ist denn dieser Gollum da hinten? Was? Das ist Adrian. So. Stell dir mal vor, Alter. Oh Gott, du betrügst dich mit Adrian. Ich bin sofort wieder da. Ich gehe kurz nach meinem Bruder gucken. Weil er ist jetzt alleine mit mir zu Hause. Bis gleich. Oh nein. Dein armer Bruder. Leute, dann werde ich jetzt mal die Sache für mich ausnutzen. Eiskalt werde ich hier mal die Mission machen, ohne dass er dabei ist, ohne dass ihr es sehen werdet. Das tut mir jetzt tatsächlich sehr leid, aber ist mir egal. Was? Solange ich meinen Spaß habe, könnt ihr ruhig die Sache verpassen. Ach was, Digga. Ich werde zwar die Mission machen, aber... Das ist auch die einzige Mission, die ihr nicht sehen werdet. Geil! Eine Pistole und die ist so scheiße schlecht. So, ich bin wieder da. Es tut mir leid, meine Freunde. Es hat sehr lange gedauert. Oder sagen wir so, länger als sonst. Aber... Ding ist einfach, ich habe die Mission schon längst angefangen. Wir müssen da nur 3 Zigarrenkisten einsammeln. Das ist rein theoretisch die langweiligste Mission, die es überhaupt gibt. Also Leute, macht euch nichts daraus, dass ihr die jetzt verpasst habt. Da oben gab es zwar eine Waffenkiste, aber es kam nur eine Pistole raus und die waren nicht gerade so geil. Ich habe mich zwar gefreut, aber ich habe mich zu früh gefreut. Deswegen macht ihr mal nichts raus. Die hatte blau. Blau ist zweitbeste oder was? Nee. Drittbeste, gell? Nach lila und orange. Ja, genau, so ungefähr. Kenne mich dann nicht mehr ganz so gut aus, aber... Hä? Du? Du bist doch der Borderlands-Guru quasi. Ja, natürlich, Alter. Ich wollte nicht so angeben, Mann. Ach Gott. Ja, was? Ich hab dir die Bescheidenheit gestohlen. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Leute, ich weiß alles. Ich weiß alles. Noch krasserer Borderlands sucht die als Adi. Nee, wir sind fast gleichsüchtig. Ah, die hat Borderlands 2 totgesuchtet. Du hast alles totgesuchtet. Sogar bestimmt hast du sogar den Pre-Sequel schon 3-mal durchgespielt. Oh Mann, ich geb's zu 5-mal. Na was. Wie oft hast du Borderlands 1 durchgespielt? Auf der PS3 habe ich das, glaube ich, schon 8-mal durchgespielt. Auf dem PC wesentlich mehr. Mehr als 8-mal? Ja. Are you kidding me? Warte mal, ich glaube, das waren 11-mal oder so. Heilige Scheiße, du hast Borderlands 1 19-mal durchgespielt. Ja. Hey, wir sind beim 20. Mal. Und Borderlands 2, wie oft hast du das durchgespielt? Nicht so oft. Das waren, glaube ich, nur... Das waren, glaube ich, nur 8-mal, tatsächlich. Nicht so oft. Was denn? Ich habe Borderlands 1 noch nie durchgespielt, Borderlands 2 noch nie durchgespielt und den Pre-Sequel noch nie durchgespielt. Dann sei doch froh. Stimmt, das Blindzocken, das war cool, oder? Ja, ich kann's nicht mal halbwegs blindzocken. Egal wie lange ich mir Zeit dazwischen lasse, ne, ich werde mich immer erinnern, wo was ist. So, ich bin jetzt direkt vor dir, es ist unmöglich, dass die Waffen dich nicht treffen. Komm jetzt, hol mich ab. Wo bist du, Kev? Ich musste gerade ein paar ziemlich leicht zu killende Skeks killen. Die sind noch Level 5. Warte, ich will mal... Der Saboteur, ne? Ja, stimmt. Dein Ernst? Ja. Warte kurz, ich muss niesen.
Doch nicht. Mein Rücken! Zu geil! Oh Gott! Er verreckt! Du bist ein Spasti, Mann! Du bist ein Idiot, ey, ganz ehrlich! Doch nicht! Der braucht erstmal übel lange. Also ich denk mir so, Alter, wie lang niest der? Also doch nicht. Oh Gott, jetzt hat sie's ausgelacht. Oh. Yeah! Wahoo! Oh, Spaß. Oh, Kevin, Mann, dein armer Rücken. Mein Rücken. Mein Rücken. Das ist ein Schmerz zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt, Alter, das ist so krank. Was? Burak, dieser... Oh Mann, da ist die Waffenkiste schon wieder respawned. Liebe Zuschauer, Burak ist der bescheuertste Mensch aller Zeiten. Ich gar nicht. Aber deswegen liebe ich ihn. Oh, Burak, jetzt ist es raus. Ich liebe dich. Hey Mann! Toll, Alter, nur weil die Waffe so ein Crap ist, Mann. Komm, schieß ihn mal an. Warte kurz. Wow, Alter, er trifft ihn einfach nicht. Mali war ein Standard-Card, weißt zwei Blast-SMG. Weißt du, wie ich noch gesagt hab, ne, dass Zielgenauigkeit vielleicht wichtig sein kann? Nein. Ey, Digga, solange Schaden stimmt, ey, ist alles okay, yo. Ey, Digga. Yo. Du musst dir nur selbst den Kevin hier aufmachen. Ja. Ohne Witz, oh. Mann, ich stell das nicht. Das ist Jeha. So schmerzhaft. Der Fafel. Wo seid ihr, Missgeburt? Du Missgeburt. Er lässt erstmal ein Schild fallen, das total scheiße ist. Du Missgeburt. Ey, der ist ziemlich gut, Mann. Ich glaub, den nehme ich. Digga. Wir müssen hier den Zünder hier mal dran machen. Ach, wir wollen die ganze Scheiße jetzt in die Luft sprengen, oder was? Ja, ungefähr. Wieso nicht? Du hast Feuerwerk. Fuck! I'm dead.